Ich bin so im RP-Hype gerade, durch die Stories und wirklich von gestern war krass, oder? Oh, Ja, warte, komm zu ihr mir. auch schon da. Schönen guten Tag. Es gibt was Schönes Neues im Start. Sie können mit dem Garagewärter sprechen und dann können Sie bestimmen, ob jemand anderes mit dem Schlüssel Ihr Fahrzeug auspacken darf. Moment. Keine Ahnung, ob es für Ihr. Ach so. Das gilt wahrscheinlich für öffentliche Garagen, oder was? Ja, genau. Ja. Also wenn du hast uns zum Beispiel ein Ach so, das Schlüsseldokument heißt, oder ich den kann dem Wallslip. Garagenwärter sagen, also wenn ich euch allen den Schlüssel für die Autos gebe, dann kann ich dem Garagenwärter sagen, jo, nicht nur wenn du mich siehst, sondern wenn du meinen Schlüssel siehst, dann darf derjenige mein Auto rausholen. Ja, genau. Ja, das ist cool und scheiße, ne? Ja, klar. Ich Ja. weiß jetzt nicht genau, ob man genau bestimmen darf, wer den rausholen darf. Das habe ich noch Nee, ich nicht. glaube, es ist nur nee, das kannst du spezifisch. nicht. Es geht nur mit Schlüssel, ja. Ja, Weil okay. wenn euch ansonsten so ein Schlüssel abhanden kommt, dann kann jeder zur Garage gehen und das Auto rausholen. Moment, Ja. ich muss mal zur Garage. Ich weiß nicht, was ich alles für Schlüssel habe. Können wir treffen uns an der Church Garage? Also, eigentlich halt ein ziemlich nices System, aber. Ja, aber, also ich finde dieses Schlüssel abnehmen, wenn man einen hochnimmt zum Beispiel oder so, was dann ja jetzt mehr Sinn macht denn je quasi, finde ich immer übel kritisch, weil das fuckt die Spieler halt übel ab, ne? Du musst halt erstmal dann, wenn du dein Auto wieder hast, musst du Schloss austauschen und alle, also wirklich richtiger Aufwand, Alter, nur weil dich irgend so ein Dulli hochgenommen hat, ne? Okay, die zählt er mir dann aber einfach mit auf, oder was? Ja, Der und gehört unter dazu separat, ganz Fremdfahrzeuge. unten. Nee, wie gesagt, Aber aber wir nur sind gerade weil hier oben beim Garagenwärter. Nee, kann dann auch sein, dass die Leute es nämlich freigegeben Der haben. kommt auch vorbei. Ach so, also hat dann keiner freigegeben, oder was? Ja. Jetzt Das scheinbar, ist ich hab da was für Stretch. Sie. Okay. Das ist Stretch zum Und Beispiel. wie sage ich ihm, dass er das darf? Also sie gehen da auf das Fahrzeug und dann müssen sie die ganz unten gucken. Wenn Sie ein Fahrzeug auspacken wollen, bitte Bestandsliste halt. Ah, verstanden. Okay. I see it. Dann macht das mal auf jeden Fall mal für die Escalades. Mal Das habe ist ich ganz gerade gemacht. wichtig. Ja, Ich auch Escalades gerade. sind gut. Ja, warte mal, denn ich hab da auch noch Escalades, oder nicht? Ja, ein. Ja, ein. Hier, den Sechser. So. Genau. Ja, kann jetzt jeder mit Schlüssel auspacken. Gucken wir mal, ob das geht. Probiert mal. Ob der euch den gibt. Oh, sechs habe ich keinen Schlüssel. Da muss einer fahren. Ja, Ich auch schon nicht. ausgefahren. Ist schon ausgefahren. Ja, geil. Gut. wir haben auf jeden Fall heute ein Treffen noch mit Punio. Der klang am Telefon gestern, als wäre, aber das ist nicht da gerade, als wäre irgendwie was ganz Wichtiges, was uns irgendwie auf jeden Fall auch interessieren würde. Und ich habe keine Ahnung, was der will. Ich bin auch seit 500 Jahren nicht gehört. Schauen wir mal. Das Auto hinten. Traut sich nicht hier hoch. Ja. Mal gespannt. Ja, doch. Stellt euch mal ganz bedrohlich hier um den rum. Nein, hier, ran. Ja, und was wollt ihr jetzt von mir? Ich hab euch doch gar nichts getan! Wenn du uns nicht deine Kohle gibst, hast du gleich ein anderes Problem. Dann schieße ich dir gleich mit einer scheiß 50er Kaliber deine scheiß Fresse weg. Also gib Aber uns ich hab dein euch doch nichts Geld. getan! Ich weiß gar Nimm nicht, die wie ihr auf Hände meinen. hoch und Ich gib weiß gar uns nicht, dein auf. scheiß Wie ihr auf meinen Geld. Namen kommen! Gib Kohle, Rich Kid! Du hast genug! Hallo Noah, wir sind an der Church Hallo, Garage. Chef. Schnappt euch mal den Ja, Typen ich da hinten, der komme. hat, glaube ich, was mitgekriegt, Jungs. Jalla! Hopp, hopp! James, pass du mal auf den anderen da Der hat auf. was mitgekriegt. Da sind noch zwei. Das ist Justiz, glaube ich. Ja, ist sie, das ist Das Newman. ist die. Was geht, Justiz? Schönen guten Tag, Herr Newman. Einen wunderschönen. Können wir hier durch oder gerade schlecht? Mit 10.000 Dollar? Wieso gerade schlecht? Wir haben gerade so getan, als hätten wir ja Jamba ausgeraubt, um dem da Angst zu machen. Also alles gut, fahren Sie ruhig. Okay, alles klar. Das war ein Scherz, keine Angst, mach was immer du machen willst. Und zieh dir bitte andere Schuhe an, was hast du für Stiefeletten an? Offizier der Polizei, ich werde dich bedrohen, bitte. Raute, kommst jetzt mit dir? Guck mal, warum Voll kaufen war sich das hier andere noch Leute eigentlich Häuser und so, wenn man einfach einen Parkplatz nehmen kann? Ist das jetzt die Ist Meeting so. Point 3.0? Ne, das ist jetzt unser Parkplatz. So. So, einmal eingeparkt, der Junge, ne? Das macht dann 100.000, bitte. Richtig. Ja, gut. Ich meine, Sie haben immerhin auf unseren Parkplatz eingeparkt. Naja, hier war ja. Das war's mit dem Gehalt.
Verdammt. Achso, ihr seid ja sogar zu zweit. Ja gut, dann sind da 200.000. Ja, richtig. Wie? Ich dachte, Newman, ich bin ja Azubi. Sie zahlen für mich mit, oder? Ja. Mann, ey. Gibt's heute nochmal einen Freundschaftsanlass oder so? Ja, gut. Machen wir heute, weil heute die Sonne scheint, machen wir heute erste Parken gratis. Ah, das ist nett. Hab ich mir gedacht. Parken kostet eh ja. Warum packe ich hier eigentlich ihr Auto ein? Weil ich ein anderes Auto ausbauen wollte, aber das wäre jetzt ein bisschen teuer, oder? Wenn die Dekadenz wieder unterwegs ist, ja, also ich meine, wenn sie hier einen schönen BMW einparken, um ein schönes anderes Auto auszuparken, ne, dann kostet das Ausparken wahrscheinlich richtig. Aber ich würde sagen, wir machen das vom Auto abhängig. Zeig uns mal, was ausparken. Hätte er so einen Mercedes AMG vorne? Was für ein AMG? Ein AMG hat er. Aha. Also ich finde, das Auto würde uns stehen, oder? Dienstfahrzeug von uns. Neues Dienstfahrzeug. Mhm. Wo haben Sie den von Barton? Nee, den habe ich damals noch privat gekauft. Für 490. Wie viel? Ja. Was? Nochmal. Nehmen ihn auch geschenkt, kein Problem. 490 haben sie bezahlt. Ja. 490 fallen mir schönere Sachen ein. Boah, ich finde ich find den schon gut. Also 490 ist natürlich ein Top-Preis. Ja. Also, ich finde den gut. Ja gut, wir wollen sie ja gar nicht aufhalten. Ich wünsche was. Alles klar. Schönen Tag. Das ist jetzt unsere Garage nur. 490.000, der okay. Muss ja Geld haben wie Heu. Kein Ding. Wem gehört das Fahrrad? Mir nicht. Uns jetzt. Das ist unser Maskottchen. Unser Fahrrad, weil unsere Garage. Ja. Eben. Ja, das, also, es wäre jetzt schon ganz gut, das halt nochmal mit allen anzugucken. Aber wir können gerade zumindest mal hochfahren. Wäre eigentlich schon schlau gewesen, ne? Hätten wir alles so gesagt, da geht mal Schlüssel. Ja, weil der eigentlich sowieso immer als letztes aufsteht. Fahr bei dir mit. Weil ich so ein guter Fahrer bin. Richtig. Du bist mein Navi. Biegen Sie rechts ab. In 200 Metern biegen Sie links ab. Fahren Sie jetzt links. Dem Straßenverlauf 5 Kilometer folgen. Wenn nicht schneller gewesen, wenn wir auf dem westlichen Highway wären, die erste rechts gefahren wären, um dann die erste rechts Richtung Wannusfeld hochzufahren? Ich bin hier das Navi. Bitte halten Sie die Klappe. Es wäre schneller gewesen. Fahren Sie geradeaus. Halten Sie sich links. Achtung, Abgrund. Bestes Navi. Biegen Sie links ab. Achtung, spitze Kurve, wo man mit Rolls-Royce abfliegt. Fahren Sie geradeaus. Biegen Sie rechts ab. Also mein Navi ist kaputt, das sage ich aber erst später, dass ich rechts muss. In 200 Metern biegen Sie links ab. In 500 Metern biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Route wird neu berechnet. Fahren Sie geradeaus. In 300 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Sie haben das Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich rechts. Seit wann hast du so ein gutes Navi? So gut, ne? Ja. Ja, das wäre das mögliche Objekt der Begierde. So schön. Komplett. Komm halt gerade nicht rein, weil Alessio den Schlüssel hat. Okay. Vielleicht gestern habe ich vergessen abzuschließen irgendwo. Das Privatgrundstück, oder dann? Ja. Also das Einzige, wie ich das anschauen könnte, ist durch die Fenster, aber dadurch sieht man nicht das, was wir gestern entdeckt haben. Vielleicht haben wir gestern vielleicht echt irgendwo vergessen, wir brauchen das. Abzuschließen. Dennis, da ist noch was viel Geileres drin. Mhm. Aber wenn wir da nicht reingehen können, ist das jetzt alle uncool, wenn ich dir das sage. Ja. Ist da ein Drogenkeller drin? Was viel Besseres. Noch besser? Ja, und guck mal da oben. Ein Waffenarsenal. Guck mal da hoch, Dennis. Stell dich mal hier hin. Und guck mal da oben, siehst du das? Ich steig mit einer halben Million ein. Kannst du erahnen, was da oben ist? Ich sehe das nicht richtig. Da mach die Augen auf. Ich sehe Kronleuchter. Ja, und was steht unter dem Kronleuchter? Kann man das erkennen? Bisschen, aber wenn wir, ich glaube, wir werden es...
Da stehen Diamonds Casino Casino-Tische. Ernsthaft? Boah. Sonst neuen Galas dann. Neue Galas, da veranstalten wir keine Galas. Also so richtige Roulette-Tische oder was steht da? Ja, wahrscheinlich. Roulette und also Poker. Türen sind auf jeden Fall alle zu. Jungs, wir müssen arbeiten gehen. Jungs, wer von euch hat eben nochmal die Ausrechnung gemacht, auf wie viel kommen wir, wenn jeder wie viel steht schon Klingelschild dran, ne, oder? Das ist Nico, hat die gemacht. Nico, da was hast Frage, du gesagt? Was hast du eben gesagt? Es gab gestern mehrere Zahlen, die wir zusammentragen müssten. Welche denn? Es gab 2,5, dann gab es 2,8, dann... Also wie gesagt, wir wissen noch nichts Genaues, wie viel wir jetzt überhaupt zusammentragen müssen. Gehen wir mal von 2,5 aus. Dann jeder 250.000. Ja. Bei 10 Leuten. Ich könnte sofort 200.000 geben. Ich kann sofort 40.000 geben. Deine Armut kotzt mich an. Aber das hast du schon gestern gesagt, Louis. Dann hätten wir noch 60.000 auf dem Konto von Herr Steinfeld, glaube ich. Laut Dokument 61.000 sind da drauf, ja. Okay. Ja, wenn ich gestern gesagt habe, ich sag mal, wenn auch Leute, ich sag mal, mehr vorlegen. Also ich lege eine Million rein. Für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, dass die, ich sag mal, dann halt ein bisschen mehr Geld reinlegen, aber dass man dann zum Schluss, dadurch, dass wir auch arbeiten und so gehen noch, das dann, ich sag mal, wieder rauswiegt. Dass dann Leute, die ein bisschen extrem mehr reingezahlt haben, noch wieder Geld zurückkriegen. Glaubt ihr, wenn einer von euch einmal auf die Idee kommt, mir Geld zu geben? Hat mir nicht vor. Wir meinten unter uns. Ich wollte schon sagen. Unter uns. Bis wir auf die vereinbarte Summe, sagen wir mal, die Hälfte kommen. Louis, wie viel kannst du reinschmeißen? Das ist halt echt eine Stange Geld, ne? Also 150. Ja. Das ist Wahnsinn, ey. Jungs, kann ich euch kurz sprechen? Hm. Wir wissen, dass du kein Geld mehr hast. Nein, komm. Schluss. Jo. Wir haben noch die Flintennummer, ne? Wir wissen nicht, was wir da auf den Tisch legen müssen. Ja, die Noah. Kinderriegel. Guck mal, bitte. Wir haben deswegen extra eine Verlosung angestoßen. Was verlosen wir? Meinen Mercedes. Okay. Das war schade drum. Eigentlich wollte ich den noch ganz gerne behalten, aber irgendwie muss er. Warum wollen Sie einen neuen? Ja. Aber der muss erstmal weg. Okay, angenommen der Mercedes, was meint ihr? Was bringt der ein? Je nachdem, wie viele Leute. Also, wir sind jetzt schon bei 500.000 eingenommene Lose. Okay. Also, ich denke mal, das geht auf jeden Fall über 1 Million. Also, mal nicht ganz auf Null, Noah, ne? Du musst noch essen, trinken und so kaufen können. 30.000 reichen mir, dann würde ich so 460. Okay, 460.000. Alles klar, dann gehen wir weiter zu den anderen Filmen. Warte mal. Ich glaube, ich habe keine Aktien mehr. Ich glaube, die habe ich schon lange verkauft. Wenn wir das Geld von der Verlosung, was jetzt drin ist, mit dazu nehmen wollen, wären das 470.000. Ja, lass das erstmal außen vor. Wir brauchen noch was für die Gummibärchen. Wobei ich für die Gummibärchen auch noch 400.000 dann auf Seite habe. Halt komplett die ja. So, pass mal auf, einmal Reihe rum. Wir machen gerade so ein bisschen Kassensturz. Wer würde für das Haus hier was dazugeben können? Aktuell was er jetzt gerade auf Tasche hat. Bitte, wie viel? Aktuell 200.000. 200.000, okay. Ihr solltet dadurch nicht auf Null gehen, sondern ihr müsst ja noch Essen trinken kaufen, ne? Ich hab noch 20.000 dann auf der Tasche. Super, okay, next, Frau Fox. Auf dem Konto 16.000. 16. Okay, nächste. 80.000. Nächste. 50.000. Nächste. 12.000. Nächste. 65.000. Nächste. 40.000. Alter. Nächste. 200.000. Ah. Weiß nicht. fehlen? Uns fehlen 1,8 Millionen Dollar. Ja, du musst Alessio noch dazu nehmen, ne? Alessio würde auch 1 Million dazu tun. Auch 1 Million? Ja. Wenn nicht sogar, glaube ich, mehr. Bin mir aber nicht sicher, aber 1 Million kannst du safe von ausgehen. Fehlen. Habt ihr das Casino-Geld jetzt mit reingerechnet von der Verlosung? Nein, das brauchen wir. Nein. Wir brauchen tatsächlich für was anderes gerade Rücklagen. Gut, das okay. Ist wir sehr, ja sehr wichtig. Wir könnten ja bitten, die Steuern runterzusetzen, dann ist das 300.000 billiger. Okay. Warte mal, ja. Die Steuern wirken sich auch auf die Häuser aus? Ja. Wie viel Steuern haben wir denn? Diese Wichser. 6,5%, ja. Ja. Ich meine, klar könnte man den darum bitten, aber... Ja, okay, da war nur ein Vorschlag. Wären halt 300.000, die wir dadurch locker sparen würden. Aber wahrscheinlich ist halt dann ein Gefallen, den wir dem schulden. Ja, wir haben schon so viel für den gemacht, der kann uns halt normalerweise so einfach mal machen. Die Sache ist halt nur, dann geht halt mal wieder eine größere Summe in die Staatskasse und darauf wird mal wieder für uns alle geforscht. So, das ist halt das Schöne daran, ne?
Also wie viel, Stein, fehlen, uns, also wie viel fehlen uns dann jetzt noch, wenn die Pounder weggehen würden? Das sind nochmal 600.000, dann fehlen uns noch 200.000, oder? Ein wunderschöner Stern. Also, haben wir das von Steinfeld, hatten wir aber nicht eingerechnet. Der hatte sage und schreibe 60.000, oder? Mein Geld. Nee, hatte Steinfeld nicht das andere, hattest du nicht das andere Konto noch von den Jungs? Richtig, da sind auch noch 60.000 ja, was drauf. Diese Sachen angeht, das sind 60.000, die habe ich ja in dem Dokument, das ich gestern schon an vier Leute geschickt habe. Und haben wir das mit eingerechnet gehabt? Eben, nee, ne? Nein. Ich weiß nicht, was ihr berechnet habt, aber ich habe ja schon eine Liste gemacht. Wir machen gerade Kassensturz. Steinfeld, schreib mal ein bisschen mehr rum. Könnten die Hitmen gerne die Liste. Steinfeld, kannst du ein bisschen mehr rumschreiben, bitte, danke. Okay. Steinfeld, wie viel Geld hast du? Unser Kontostand ist gefühlt irgendwie eine Katastrophe. Okay. Was machen die Überweisungen? Möchte sich das irgendeine noch anders überlegen und diese Immobilie nicht haben? Vielleicht ruft deine Bank erstmal an. Herr Batters, wir haben hier jede Menge Geldfluss auf Ihrem Konto festgestellt. Wir sperren Ihnen erstmal das Konto. Ja, ja. Schnauze halten sollen die. Ich mach doch einen Rückzieher. Ich will doch lieber meine Rente gesichert haben. Mhm. Okay, wer von euch hat so richtig Bock? Von 5 Millionen. Aber sowas von Bock. Jawohl. Sowas. Jo. Und dann? Der Keller ist mein. Gehen wir mal. Kollege, wie viel hast du dazu getan? Dir gehören die ersten drei Fliesen hier vorne, die gehören dir. Da kannst du dich hinlegen, ja? Das sind deine. Die ersten drei hier, direkt am Eingangsbereich. Ja, der kann sich wahrscheinlich nur zwei davon leisten. Laufende Kosten sind übrigens $730, ne? Ihr könnt dann bei mir singen kommen, um das abzustottern. Scheiße. Okay, Luis, wir müssen da später nochmal ein bisschen was schieben. Ich schließe aber schon mal auf, ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, was ist. Ja, der Nachteil eines Immobilienhändlers. So, hereinspaziert. Was ist das denn für eine Butze? Ja, das ist eure Butze jetzt. Wo ist der Kühlschrank? Da muss er erstmal Curry King rein, Alter. Ja, hier ist er. Erstmal eine Runde Billard. Nee, erstmal Curry King. Oh. Alter. Ja, dann leg mal einen Curry King in den Kühlschrank. Viel Spaß. Ja, komm, Dennis. Lass mal Curry was King. Was ist das denn? Oh, Alter, der ist ja riesig. Ich hab ja wieder zwei verkauft. Ja, ist geil hier. Alter. Verarscht. Ich hab nicht verkauft. Manche Leute passen hier schon ins Kühlschrank rein. Ja, kommt mal mit. Der ist gut. Alter, die Geheimkeller. Cool. Erstmal morgen bei Quamazon 5 Pounder Curry King bestellen. Ja, ich sag mal herzlich willkommen in eurem neuen Kühlschrank. Boah, geil. Stellt euch einen Patron hier rein, wenn ihr was kühlen müsst. Was ist das denn? Dennis, geh mal in den anderen Raum gegenüber. Also, David, Geldwäsche wird wörtlich genommen. Jungs, ein Schein, zwei, was? Das sind Trockner, du Idiot, für den Drucker da vorne. Ist das die Aussage, die Herr Butters getroffen hat, dass wir uns um Geld demnächst keine Sorgen mehr machen müssen? Nein. Endlich bin ich zu Hause. So. Jetzt wird Luis. Alles klar. Luis wird gefoltert. Ich nehme die Spitzhacke. Ich nehme Taser. Okay, komm, weiter. Jungs. Rundgang. Wo ist die Graskammer? Gibt's auch eine Graskammer? Denkt dran. Dieses Haus hat 500.000 Türen. Denkt dran, die Türen, die ihr aufgemacht habt, danach auch wieder abzuschließen dann. Ja, was soll das hier? Da warst du gestern gar nicht drin. Die haben wir gestern komplett übersehen. Die haben wir gestern Abend erst gesehen. Was? Die kennst du auch noch nicht hier. Hier ist noch ein Keller. Sie. Ist der Weinkeller. Ey, nur Keller hier. Eieiei. Der richtige Weinkeller. Ja, gut. Und. Alter. Pff. Gut. Jetzt haben wir unser selbst angebauter Wein dann rein. Das ist mein Raum. Hier ist doch rum. Alles da, ja. Scheiße, man sind die Fässer voll. Weiß ich nicht. Wenn ich euch alle nur noch besoffen sehe, dann weiß ich, dass die Fässer voll waren. Da kommt Ich finde das, die Amahat Villa doch irgendwie cooler. Da kommt selbstgebrannter rein. So, hat Zickers kommen, oder was? Mhm. Ja, dann rauf ich, dann stecke ich mir noch einen. Dann wollen wir den hier in Aschenbecher stehen. Schmeißen wir sonst hier einfach. Es gibt keinen Matas, der uns sagt, zieht die Schuhe aus. Am Feuer können wir rauchen. Aber die will unbedingt was haben, wo man reich mit aussieht. So. Oma, was mache ich denn? Oh Gott, hier sind Fernseher. Leck mich am Arsch. Oh, um Gottes Willen! Wird es Dennis gelingen, seiner Freundin Larissa ein passendes Geschenk zu besorgen? Aber Dennis, krieg ich noch was? Das kann es wohl nicht gewesen sein. Ein Torte, ein Blume? Ja, ja, was mache ich denn jetzt? Hast du ein Okay. Er nährt sich von Wein. Macht's gut, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Ja, bis die Morgen.